Herzlich willkommen zu einer Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und ohne Umschweife gehen wir in das Wimmelbild. Ja, wir machen... Ja, dieser Modus richtet sich an geübte Spieler. Okay. Okay. Los geht's. Wir müssen ein bisschen weihnachtlich sein übrigens. My dear, you might find it uncharacteristic of me to invite you to spend Christmas in my home. But you see, I've been suffering from strange visions, and I'm old and feel the breath of death like never before. It's Christmas Eve, and I ask that you come to see me as soon as you can. I don't have anyone else who can help. Sincerely, Uncle Ebenezer. Ja, meine Liebe, du magst es etwas ungewöhnlich finden, von mir eingeladen zu werden, den Christmasabend in meinem Haus zu verbringen. Aber du siehst, ich leide von verrückten Visionen, und ich bin alt und fühle den Atem des Todes wie nie zuvor. Es ist Christmasabend, also Heiligabend, und ich frage dich, ob du kommst, mich zu sehen, so schnell es nur geht. Ich don't have anyone else. Ich habe niemanden, der mir sonst noch helfen kann. Onkel Ebenezer. Okay. Okay. Jo, dann. Scheint es das Anwesen zu sein. Das ist Onkel Scrooge Haus. Er lädt mich nur selten, äußerst selten bei sich ein oder zu sich ein. Deshalb mache ich mir Sorgen. Nun, als erstes sollten wir Onkel Scrooge begegnen. Vielleicht, ne? So, vielleicht ist er da. Also, wir untersuchen die Stelle hier. Danke. Und wir finden alle Objekte. Okay. So, wir finden zum Beispiel eindeutig eine Spielzeugeisenbahn. Und wir finden noch weiterhin... Ja, wartet mal. Fäustlinge. Fäustlinge sind noch wohl zu finden hier, oder? Kommt. Sucht mal mit mir. Wir finden die Fäustlinge. Zusammen. Gemeinsam sind wir stark. Ich sehe keine Fäustlinge. Lass mal die Fäustlinge trotzdem erstmal Fäustlinge sein und schauen mal nach... dem Brecheisen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ne? Klarinette habe ich gerade gefunden. Und eine Garnspule. Ist das hier eine Garnspule? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Was haben wir noch? Was haben wir eigentlich noch? Ein Fernglas. Oh Gott, wer doch... Ach, da, wartet mal. Nee, wo ist denn das Fernglas? Where is... ein Teleskop? Mhm. Fäustlinge haben wir... Wir haben Weihnachtsaufkleber. Da ist einer.
Ah, die Weihnachtsaufgabe, es geht schon ganz schön schwer los. Ach, da sind übrigens die Fäustlinge. Da ist sie gerade sehe. Hier ist noch einer. Dann hätten wir noch Spielkarte. Eine Spielkarte? Ah, der Schlüssel, der ist ja nur wohl einfach. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Allerdings die Spielkarte, die ist hier hinten. Was meinen Sie denn eigentlich mit diesem Foto? Das ist zwar hier ein Foto, ein Raum ohne Bild. Erzeugt eine Leere. Das ist wohl wahr. Also bräuchten wir das Bild dazu, ne? Das wo wäre? Bitte sagt's mir. Wo ist ein Bild? Was brauchen wir noch? Eine Maske. Eine Maske haben wir hier. Was brauchen wir da? Für einen Einäugigen? Brauchen wir da ein Auge dazu? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier ist übrigens ein Kleber. Zettel. Ja, jetzt... Lebkuchenmann hätten wir auch noch anzubieten. Schwierig finde ich schwierig. Lebkuchenmann. Wartet mal. Ach so, da kommt es da rein. Das ist nett. Was ist denn hier drin? Ach, der Lebkuchenmann. Okay. Ja, was brauchen wir noch? Ein Foto. Ach, aber ein Foto brauchen wir trotzdem noch, ne? Und noch einen Aufkleber. Warte, wir nehmen erstmal den zweiten Teil der Maske und zack, ist die Maske damit auch fort. Ja, jetzt wird's kritisch. Das war ja bisher alles noch im Rahmen des Möglichen, ne? Aber was uns fehlt, ist zum Beispiel das Garn. Wieso finde ich kein Garn? Wieso finde ich kein Garn? Und vor allen Dingen, wieso finde ich kein Foto? Ja, das war klar. Nee, das Foto war klar. Das Foto war schon klar, aber Garn und Weihnachtsaufkleber, das ist jetzt Aufkleber, das ist jetzt das Entscheidende. Ich sehe den letzten Aufkleber nicht. Ich wüsste noch nicht mal im Ansatz, wo der ist. Wenn ich wenigstens Garn finden würde, ne? Dann hätte ich nur ein Problem. Warte mal, wir gehen einfach mal durch jetzt nochmal. Also pass auf. Hier in dem Bereich sollte das Garn hier sein? Nee, ne? Nö. Nee, also in dem Bereich sehe ich wieder... Ja, das ist der Aufkleber. Dann... Ach, eine Garnspule. Jetzt sehe ich es erst. Wie also von... sagt's... Nicht Schneewittchen. Nee. Nein, nicht Rotkäppchen. Dornröschen. Genau, das war's. Tja, ich möchte jetzt wirklich noch diese Garnspule finden. Aber wo soll die sein? Wo um alles in der Welt könnte die Garnspule sein? Die könnte eigentlich nur da hinten drin sein. Oder... Ja, ist die vielleicht auch noch hier mit, die Garnspule? Ich sehe es nicht. Seht ihr es? Ich sehe es ja wirklich nicht. Ihr seht sie noch. Ihr seht, ich weiß, dass ihr es seht. Ich stehe total auf dem Schlauch. Ist die mit hier drin? Nicht wirklich, ne? Ist die hier drüben? Nö. Ist die vielleicht auf dem Schaukelpferd? Nö. Was heißt denn Garnspule eigentlich? So richtig? Okay, ich gebe auf.
Ah, ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Gleich am Anfang. Ja, bin noch nicht wieder richtig drin, das merkt man. Naja, leider. So. Und das beim ersten Rätsel. Mist. So, Briefkasten. Auf geht's. Sehr geehrter Mr. Scrooge, vielen Dank für Ihre Bitte auf Einrichtung eines Testaments. Bitte suchen Sie unser Büro jederzeit während der Woche auf. Falls es Ihnen möglich sein sollte zu reisen, entsenden wir ein... Oder unmöglich sein sollte, entsenden wir einen Rechtsanwalt. Aha. Der einen Hausbesuch durchführt. Okay. Ich habe zufälligerweise einen Schlüssel, den ich... Aha. Immer gut, wenn der Türklopfer im... Na, ihr wisst. Das ist super. Das Tor ist abgeschlossen und nur mein Onkel hat den Schlüssel. Die Stadt schläft. Für das anstehende Weihnachten, da ist sie bereit. Aha. Ja dann. Auf geht's, oder? Rein zu Mr. Scrooge. Go away! I won't let my miserable master mistreat you any longer. He deserves to be alone on Christmas. Huh. Fährlich. Hallo. Ohne Klopfer wird er mich nicht hören. Ja, wir haben einen Klopfer. So, ich klopfe trotzdem. Haha. Moment. Hallo. Don't let me frighten you. I mean you no harm. I'm the ghost of Christmas past. Scrooge is your uncle, so I don't need to tell you what a miserable excuse for a human being he is. Ja, schon. Ist ein bisschen laut, oder? Warte mal kurz. But you can help me change him and save him. All you have to do is change the events that made him who he is. Mm-hmm. I've made time stand still. That's why everything's so quiet here. Now open your uncle's medallion to see the first event in his past. This one is very sad, and it determines Scrooge's fate for many years afterward. Tja, genau, so sieht's aus. Unglaublich. Ich habe die Chance, das Schicksal meines Onkels zu beeinflussen. Alles beginnt mit dem Medaillon, das er trägt. Mein Onkel sieht nie fröhlich aus, nicht mal in seinen Träumen. Ich werde alles tun, um dies zu ändern. Tja. Jeder hat so sein Schicksal hinter sich, ne? Bah, Humbug! You know I don't care much for decorations, nor visitors. Dieses Amulett ist herzlos, genau wie mein Onkel. Was erscheint in deinen Träumen? Dein Geld oder deine verloren geglaubte Liebe? Wir wissen es nicht. Was soll ich überhaupt... Soll ich nicht das Medaillon... Okay. So, wir haben eine Glocke. Das ist schon mal supi. Was haben wir noch? Mein Onkel führt peinlich genaue Auflistung über seine Finanzen in Büchern wie diesen. Meine Liebe, seit kurzem habe ich Albträume, in denen Geister vorkommen. Das ist durchgestrichen. Ich werde von seltsamen Visionen heimgesucht. Mein Herz wiegt schwer und ich weiß nicht,
bei wem ich Hilfe suchen soll. Ich fühle mich schlecht und kann nicht einmal meinen Lehnstuhl verlassen, um nach der Boss zu sehen. Was haben wir denn hier? Ein Riemen. Etwas wurde eingenäht. Brauchen wir ein Messer oder sowas, ne? Aber wollen wir schauen. Finden wir bestimmt noch. Toller Weihnachtsbaum. Das sieht ja echt gut aus. Moment. Moment. Aha. Essen wir das jetzt alles hier? Achso. Okay. Wenn ich Flügel hätte, könnte ich dorthin fliegen und dies einsammeln. Du kannst allerdings auch einen Stuhl nehmen, mein Freund. Oder vielleicht den Riemen hier. Zum Glück ist Weihnachten nur einmal im Jahr. Hm. Das ist ein wahres Wort. So. Hm, wir könnten hier rauf. Wo geht's denn ab? In den Flur. Da waren wir. Hier hängen diverse Zeichnungen. Komm, gib's. Ein prasselnd Feuer. Darin befindet sich etwas. Huch. Die habe ich bei meinem letzten Besuch aufgehängt. Und Scrooge hat protestiert. Könnte noch eins mit dranhängen. Aha. Eine Buchmarke. Okay. Er hat die Gießkanne noch nicht repariert. Dann müssen wir den Riemen rumschnüren. Ja, anscheinend wohl doch nicht. Anscheinend nicht. Dann nehme ich mal an, was ist das mal hier? So, was haben wir noch? Zeitlebens ist Ebenezer in allen Porträts allein zu sehen. Wenn er nicht so böse wäre, hätte er bestimmt Gesellschaft. Da war er noch jung, ne? Aber schaut mal hin. Wen hat er denn da aufgehängt? Huch. Moment, was haben wir denn hier? Das hat Scrooge versiegelt. Darin muss etwas Wichtiges versteckt sein. Schrauben sind lose. Ja. Können wir die Buchmarke reinstecken? Oder natürlich... Was sind das? Eine Herzhälfte. Ja, es geht nicht. Ich sehe es langsam ein. Hm, schon wieder ein Schlüssel. Oh, Don, ich schätze mal, geht's hier nicht weiter. Dann geht's hier wirklich unwahrhaftig nicht weiter. Wir könnten jetzt... Wie gesagt, wir könnten rauf, wir könnten aber auch nochmal raus. Allerdings, was will ich hier draußen? Wir haben ja eh nichts. Dann bleiben wir lieber drinnen und frieren uns. Ein verlassenes Haus ist immer ein trauriger Anblick. Ich bin die Einzige, die ihn besucht. Oh ja, Spinnweben, schaut hin. Was hat denn hier aufgehängt? Vor allen Dingen, warum hat es aufgehängt? Der Schrank ist von innen verriegelt. Hm. Dann musst du hier... Weihnachten gibt es nur einmal hier. Okay. So, wir könnten... Onkel Scrooge mag Fotos mehr als die Menschen darin. Das weißt du doch gar nicht so richtig. Das denkst du nur. Das... Moment, was haben wir hier? Ein schönes Gemälde von einer Landschaft unweit der Stadt. Es muss aus der Kindheit meines Onkels stammen. Die Kreuzblume ist abgefallen. Dann steckt doch hier das hier rein. Ja, okay. Das war ja auch nur ein Versuch. Ja, dann nicht, ne? Eigentlich hier die Tür. Ah, Scrooge hält das alte Kinderzimmer verschlossen. Ich durfte es noch nie sehen. Noch nie in meinem Leben. Eine fleischfressende Pflanze. Das arme Ding ist total ausgetrocknet. Moment. Ja, wir öffnen den Bock.
Beutel. Zack. Hilfe. Setze die Stücken wieder zusammen. Okay. Zack. Zack. So. Vielleicht so. Genau. Und das hier ran. Sieht doch cool aus, oder? Das passt irgendwie nirgends. Vielleicht so da oben ran. Oder hier. Okay. So, das hier drüben ran. Ach so, ja. Jetzt wird's was. So, und ready. What? Wie ready? Nee, muss er noch, braucht er noch das? Ha? Hallo? Ja, deswegen will ich ja das Ding da hier. Wieso geht er jetzt raus? Oder brauchst du noch, was weiß ich, hier, die Herzhälfte, die brauchst du auch noch. Ach so, dann fehlt uns ja noch die Hälfte. Jetzt verstehe ich die Situation. Ja, dann fehlen uns noch Herzen. Dann geh doch hier rein. Oder auch nicht. Moment, was haben wir denn hier? So konnte mein Onkel als kleiner Junge also Dummheiten begehen. Er ist durch das Fenster entwischt. Wo weiß denn das schon wieder? Griff ist abgebrochen oder entfernt worden. Ich habe leider keinen hier. Was macht der Rabe dort? Ich habe wirklich und wahrhaftig keinen. Hier geht's nicht weiter. Ja, jetzt... Und wir uns fehlt irgendwie noch so eine Scherbe. Nur, wo ist die? Das arme Ding ist ausgetrocknet. Ja, mehr gibt's ja hier nicht. Ich hätte echt gern noch die eine Scherbe. Aber wo? Ne? Hier drin wahrscheinlich. Ja, ist gut. Ist bitteschön gut. Vielleicht doch noch irgendwo hier, wo wir noch nicht geschaut haben. Nur wo, ne? Was war hier nochmal? Hier drin, ne, war... Und hierauf komme ich nicht. Dann hau doch das Ding daran. Anscheinend nicht. Warte jetzt mal, wir schauen noch mal. Bei Onkel Scroogey Boy. Bei Onkel Scroogey Boy, ja, da muss das schon rein, nur... Ich muss es ja erst noch finden. Ja, aber... Wir haben aber auch nichts, ne? Wir haben eine Buchmarke. Ich habe keine Ahnung, für was. Warte ich mal. Gibt es hier irgendwo Bücher? Hier. Aber. Hier, bitteschön, Buchmarke. Ach nee, wartet mal. Hier. Aha. Aha. Und schon kommen wir weiter. Okay, irgendwo war hier. Aber wo? Hier. Ja, so, los. Schraub. Fang an zu schrauben. Aha. Traumhaft. Ein Griff. Den Griff. Den Griff. Brauchen wir hier. Jetzt bräuchten wir aber wieder unseren Schraubenzieher. Oder Dreher. Wie auch immer. Naja, oder doch. Hi. Krähen mögen glänzend Dinge. Sie wird dies nicht kampflos hergeben. Ach so, wartet. Ich hab's.
etwas Munition aus Schnee. Aha. Nett. Warte. Und jetzt. Jetzt. So, warte. Ach so. Nee, ja, ich mach. Ja, ich mach schon. So, jetzt. Jetzt ab, tschack. What? Aber... Perfekt. Danke. Puh. Ein langer Weg nach unten. Ich möchte lieber nicht springen. Nee, bleib mal hier. Spring lieber nicht. Gut. Wo genau? Boah, jetzt ist das Herzmedaillon wieder. Es tut mir echt leid. Ich weiß es nicht. Achso, hier. Perfekt. So, und schon können wir loslegen. Auf geht's. Oh, it's Belle. She was the best thing that ever happened to Scrooge. And it was all your fault he lost her. It sure was. Ah, those were the days. I stole the ring and ruined their engagement. And she married that other man. Ever since then, Scrooge has hated the world. He gets greedier and grumpier every year. Exactly. My plan worked perfectly. He's miserable. You're miserable. It's a win-win. We'll see, old friend. I've got plans of my own, you know. Have fun with that. Don't listen to him. That one lives to cause trouble, but we can still change Scrooge's fate. If you take me with you, I can help you. I can animate things. That's helpful, right? Now, let's get to the nursery. Away we go! Jo! Juppadubadu! Ups. Stups, die Nase. So. Auf geht's. Das ist also Scrooge altes Familienkinderzimmer. Meine Mutter und mein Onkel sind dort aufgewachsen. So nett. Es ist ein bisschen überladen und kitschig, aber ansonsten nett. So, wir haben eine Feder. Das weiß ich nicht, was sich drin befindet. Ich habe nichts mehr. Ich habe wirklich unwahrhaftig nichts. Also praktisch null. Niente. Es ist schade, dass Scrooge nie erwähnt hat. Obwohl nie erwägt hat, dieses Spielzeug zu spenden. Ist wohl wahr. So, was ist denn hier? Wenn alle drei Figuren einen Tanz aufführen, sollte sich der vor... Moment. Uns fehlt einer. Halt. Moment. Meine jüngere Schwester Fanny war eine wahrhaft zierliche Person mit einem großen Herzen. Ihr Verlust hat mich ruiniert. Ich kann den Anblick ihres Kindes kaum ertragen. Ach, da mich das nur an sie erinnert. Hier befand sich einst ein Ornament. Wenn man nur eine Feder... Wollt ihr die Feder? Ich hab nichts mehr. Aber Moment. Ach, eine Strickleiter. Da können wir hinten aus dem Fenster raus. Ist ja immerhin eine Idee. Nee, da war ich doch... Wir können auch hier aus dem Fenster raus. Weiß ich noch nicht, aber ich glaube, wir müssen eher hinten raus. Oh, das sieht ja gruselig aus. Schon ein bisschen gruselig. Huch. Genau, gib mal das Brecheisen. Oder eher Schürhaken hier. Danke.
wollen ein bisschen das Gruselige dem Ganzen nehmen. Also ich weiß nicht. Ich würde mich als Kind, glaube ich, ein bisschen gruseln, oder? Gut. Meine Mutter und Onkel Scrooge. Sie sehen so jung aus. Jo, sind Kinderfotos, mein Freund. Oder eher meine Freundin. Ich denke mal, das ist wieder ein Mädel, ne? Also das übernimmt. Was machst denn du hier? Was kann ich denn da animieren? Ach, du große Güte. What? Anscheinend nicht. Jetzt hier was animieren? Nee, nicht wirklich. Was willst du? Was willst du? Wir müssen es einmal gemacht haben, damit wir überhaupt wissen, was er von mir will. Animieren? Willst du da hinten? Da, hier, bitteschön. Die Jahreszeiten haben enorme Wirkungen auf mich. Yeah. Gut, so, ich nehme jetzt mal die Strickleiter und gehe hier runter. Zack. Aha. Eine von Londons vielen Straßen für Weihnachten dekoriert. Wir sind in London übrigens, falls jemand das noch nicht weiß. Meine Vergangenheit verfolgt mich. In solchen Momenten denke ich manchmal, dass es ein Fehler gewesen sein mag, derart auf Geld aus zu sein. Mein Reichtum hat mir kein Glück beschert. Ich bin einsam und werde bald sterben. Allein. 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 Wir benötigen ein Feuerwehrabzeichen. Habe ich leider nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich hab's nicht. Was hätten wir noch? Was hätten wir noch? Eine Leiter? Okay. Und die Bäckerei. Doch jemand hat das Schild gestohlen. Schweinerei. Wie kann denn sowas sein? Schweinerei. Wie kann denn sowas sein? Jemand hat das Schild gestohlen. Wir werden ihm den Arsch versohlen. Ja. Moment. Das Ventilrad fehlt. Haben wir auch nicht. Was haben wir jetzt? Eine Tülle. Was ist eine Tülle? Ich habe noch nie was von einer Tülle gehört. Das Ventilrad fehlt immer noch. Ja, das Ventilrad fehlt doch. Ist schon klar, ne? Ich würde sagen, das Ventilrad fehlt. So, wir müssen bald Schluss machen. Leider. Nee, ich hätte den Baum gern mal hier. Ich hätte Ja. Dann nicht. Jo. Was haben wir jetzt alles? Puh, wartet mal, Schürhaken. Apropos Schürhaken. Na, komm was. Ein Käfigornament. Wartet mal, Tülle. Sehr schön. So, dann hätten wir auch eine leere Gießkanne. Juhu. Juppidubidu. Was haben wir eigentlich nochmal hier? Ach, da fehlt uns ein Schlüssel. Haben wir nicht. Und was fehlt uns hier? Wir wissen es auch nicht. Vielleicht müssen wir mal stark huben. Nee, natürlich nicht. Weiß doch jeder, dass man hier nicht stark huben muss. Was war hier? Ach so. Ja, da haben wir auch noch nichts. Leider. Leider, leider. Aber wir haben einen... Wartet mal. Das will ich trotzdem noch... Ach ja, hier. Das würde ich gerne noch mal hier machen.
gib den guten alten... Ja, ist gut. Er winkt. Ja, er winkt wie verrückt. Wir sind immer noch im Tutorial. Up, up and away. Oh. Zuckersüß. Nett. Was mache ich denn jetzt? Ach, wartet mal. Wartet mal. Vielleicht kann ja der gute alte Scrotchy Boy hier rauffliegen. Ein bisschen schön, oder? Und da ist er wieder. Ja. Gut. Was haben wir denn bekommen? Ein Scrotch-Amulett. Ja, das brauchen wir aber hier nicht. Brauchen wir es hier? Vielleicht. Nein. Ja, ich weiß aber, irgendwo hatten wir das. Ach, hier. Genau. So, los. Rein damit. Aha. You didn't want to read that, did you? What? Hallo? Das ist zu viel für mich. Für heute müssen wir Schluss machen. Ciao. Ciao. Ciao.